Einen schönen guten Tag euch allen. Wir haben noch keinen richtigen Plan, was wir heute machen werden. Aber wir dachten uns, wir fahren nach Lissabon. Oder wie ihr sehen könnt, wir nennen niemals wieder den Fahrstuhl, weil der hier fährt, das ist der einzige, der fährt. Der linke steckt fest und der rechte, der ist gar nicht erst an. Oh. Na gut, wie auch immer. Wir gehen jetzt zur Touristeninformation. Aber wir sind ein bisschen außerhalb von Lissabon. Wir wollen gerne rein nach Lissabon. Oh! Okay. Na gut, auf jeden Fall, wir müssen den Bus nehmen, rein nach Lissabon. Und wir wissen nicht genau, wo der Bus fährt und wie wir da hinkommen und wie auch immer und alles. Und ja, keine Ahnung von nichts. Weißt du, da Menschen? Oh, sind Menschen. Hier kann man sehen, der ist seit gestern immer auf 7 gewesen. Und wenn wir drücken, passiert gar nichts. Wir waren gestern Abend ein bisschen surfen, aber ohne unseren Paddel. Wir haben nämlich Softboards und dafür braucht man einen Paddel. Deswegen werden wir gleich zum Surfshop gehen und mal versuchen, ein paar Paddel zu leihen. Aus, als wenn die hier den Strand auch sauber machen. Aber jetzt erstmal entschlossen dafür, ein bisschen Instagram-Bilder zu machen. Costa del Caparica. Während wir Costa del Caparica erkunden. Bevor wir dann nach Lissabon fahren, wenn wir das mal toll machen. Kann das sein, dass das erst morgen machen. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall, jetzt habe ich Instagram. Wollen wir? Oder sind wir nicht? Wollen wir? Oder sind wir nicht? Ich glaube nicht. Die Surfer hier sind echt fit. Wenn man das sehen kann hier. Die haben gerade Fitnessübungen gemacht im Wasser. Mit so ein paar, was war das, bestimmt 5 Kilo Gewichte. Und dann machen die so Schultertraining und Armtraining für, wenn die nachher paddeln sollen, für Surfen. Nicht schlecht. Wir dachten für die Zeit, dass wir die einzigen Touristen sind, hier in Lissabon. Aber wie es aussieht, sind wir doch nicht die einzigen. Ja, einmal Sport. Wir haben eine sehr fitte Kultur hier in Portugal, wie wir sehen können. Das ist hier so ein Outdoor-Fitness-Platz, nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall nachher mal ausprobieren. Wo sind wir jetzt gelandet? Das ist Lissabons Mülleimer, glaube ich. Oder hier steht mal ein Haus oder irgendwie sowas. Aber man kann sehen, hier oben, das sind wieder freundlichere Gebäude, da ist bestimmt angemalt. Wir fragen jetzt mal nach dem Paddel. Er holt Schäfer. Bad news. Bad news. Only for sale. Only for sale. Keine Paddel von mir. Machen wir halt ohne. Aber vielleicht, wir haben ja noch genug Surfshop. Ja. Dann werden wir jetzt dann Frust ertrinken an Kaffee. Ja. Wir sind hier am Shop Paddle finden. Surfboard ist auf jeden Fall genug. So, wir machen jetzt gerade fertig zum Surfen. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon ein bisschen angezogen. Wie ihr sehen könnt, das ist ja mal richtig geile Welle. Aber ich werde euch leider diesmal nicht mitnehmen, weil wir sind momentan noch ziemlich scheiße zum Surfen. Wir sind ja eigentlich kein Surfer. Da das zu teuer wäre, mit dem Flieger zu transportieren, dann haben wir gewählt, kommen wir surfen jetzt einfach mal ein bisschen so, sehen, was passiert. Wir werden heute nicht mal nach Lissabon fahren, aber morgen fahren wir nach Lissabon mit Uber, mit so einem guten Uber-Driver, den Frederico. Frederico, war das? Ihr habt gesehen hier, ich schrieb ihm, ob er uns morgen abholen kann, normale Zeit. Und er schrieb, I can go at any time you want. Und dann fahren wir morgen um 10 Uhr, fahren wir dann los nach Lisbon. Jetzt gehen wir einfach surfen. Noch einmal sehen, ihr müsst noch einmal sehen.
Wir gehen jetzt surfen und ihr könnt jetzt eine Timelapse genießen. Und zwar auf diesem, sagen wir mal, meinen Tripod. Das wird auf jeden Fall. Bis dahin genießt die Timelapse. So sieht das dann aus, wenn man 3 Stunden lang surfen war. Ja klar, ich glaube, ich mache mir ein bisschen die Stadt unsicher. Aber erstmal gehe ich duschen. Amour, amour.